Guten Tag und herzlich willkommen zur Unboxing-Unterhaltung, Teil 2 heute. Thorsten wollte die Ansage mal nicht machen, ich weiß nicht warum. Mal nicht. Die Ehre gebührt dir heute. Ja, hier, wie ihr seht, ein tolles Paket von meinem Arbeitgeber sozusagen. Genau, und mehr gibt's auch gar nicht. Tschüss! Warte, wir zoomen erst ran. Erst zoomen wir ran. Erst ran zoomen. Bist du wahnsinnig? Ich mach das nur mit meinem Profi-Werkzeug auf. Das Problem bei solchen Kartons ist, man kann sie nur einmal öffnen. Das ist richtig. Aber die kann man wieder schön zukleben. Jetzt kommt das schon mal weg. Jetzt haben wir noch Verletzte heute. So, jetzt werdet ihr überrascht sein, was da drin ist. Oh mein Gott! Ta-ta-ta-ta. Recycling! Ja, Recycling. Jetzt hat's die Kamera umgehauen. Moment, ich geh mal korrigieren. Schöne Switch. Also, Karton, warte doch. Mann, ach ja, den Karton, genau. Du hast noch nie ein Unboxing gemacht, oder? Ich doch. Auch nicht. Ja. Alter, da ist sogar noch Staub drauf. Was ist los bei euch im Laden? Hey, weil wahrscheinlich ich sofort angekommen. Ich habe, seitdem das Ding auf dem Markt war, ich glaube, es war sogar der dritte, ein einziges Mal, ich arbeite ja in einer Stadt, in einem Parkhaus und gegenüber ist ein Elektrofachmarkt, habe ich einen Typen gesehen mit so einer Box. Seitdem habe ich das Ding nie wieder live gemacht. Ja, weil das andauernd ausverkauft war. Ne? Ist. Ja, also jetzt haben ihr seht von vorne das schöne Produktbild. Ein bisschen gelesen und jetzt können wir uns endlich selbst ein Bild davon machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Ich glaube, 2,74 Millionen Mal verkauft mittlerweile. Seit Relaunch, ja. Ja, mehr gab es ja nun mal nicht bisher. Wobei ich mich seitdem frage, ob Nintendo von allen Konsolen, die sie bisher produziert haben, nicht doch noch irgendeins hinter einem Glaskasten in der Firma versteckt halten. Bestimmt. So ein Original. Das allererste bestimmt vom Band. Also sollte Nintendo wirklich pleite gehen und eine Auslösung machen, müssen wir hinfliegen und das Lager leer rauchen. Nein, Spaß beiseite. Nintendo Switch, seit 2 Monaten auf dem Markt ungefähr, wenn das Video released wird, sagen wir es mal so. Ist sehr richtig, ja. Ein Monat, wie gesagt, drauf gewartet, ein Monat vorbestellt sozusagen. Und sie ist trotzdem schon wieder weg, also es kommt immer nur häppchenweise. Weg. Genau. Ja, bitte sehr. Maestro, spielen Sie. Ja, erstmal müssen wir gucken, was da so drin ist. Ja, du weißt, oh mein Gott. Ich sehe sie live. Live an der Farbe. Ich habe davon noch nicht ein Video gesehen. Ich auch nicht. Kein Video. Ein paar Bilder, ja. Gerade auch zum Release von Mario Kart 8 Deluxe. Deluxe. Guck mal, wie sich die anfühlt. Ach, guck mal, wie sie sich anfühlt. Hört mal, ich glaube, ich rieche was. So, die Joy-Cons. Ja, schön von der Haptik. Fühlen ich trau mich noch nicht. Leg's jetzt mal her. Ich trau mich noch nicht. Wir zerstören gerade die Jungfräulichkeit einer Nintendo-Konsole. Das muss geehrt werden. Ja, das stimmt allerdings. Irgendwie bei jeder Konsole. Nicht nur Nintendo, auch wenn es eine PlayStation wäre, würde ich genauso reagieren. Schlaufen? Oh. Ach, die sind dabei schon. Das wusste ich auch nicht. Ich habe tatsächlich gedacht, man müsse diese schon extra erwerben. Dachte ich auch. Ich glaube, mit den Schlaufen hat Nintendo schon darauf reagiert, dass man bemängelt hat, dass die Joy-Cons für große Hände doch etwas zu klein wären. Und ja. Das ja. Stimmt, ja. Das ist dieser Halter zum Aufladen, ne? Oh, es bleibt sogar stehen. Ich gehe mal aus dem Bild, das habe ich nicht verdient. Das haben wir noch hier Schönes. Wir fangen jetzt mal alles aus, ne? Wie das sich so gehört. Ah ja. Guck's dir nochmal an, so glänzend tust du das nie wieder. Stimmt. Die schöne Box. Ja. Wahnsinn. Noch jungfräulich. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt hast du es angefasst. Du hast sie beschmutzt. Ja, richtig. Marktwert direkt 10.000 Euro weniger. Das ist heute tatsächlich so, ne? Ja. HDMI-Kabel dabei, HDMI-Kabel, vorbildlich. Kabel, vorbildlich. Genau. Haben wir noch Schönes. Ja, Strom, ne? Strom ist ja auch ganz wichtig. Netzteil noch immer nicht integriert. Könnte noch. Man auch mal was zu sagen. Aber das kriegt kaum eine Konsole hin, glaube ich. Das ist auch schwierig.
Ich habe da mal ein Video gesehen von der Xbox One oder so. Also zum Original, nicht die S. Die war ja auch schon riesig, wie so ein Videorekorder. Und dann nochmal so ein Klotz da. Guck mal, was für ein Klotz das ist. Was hat die denn für Spannung? Spannung ist klar. 1 Ampere, das ist schon stattlich. Natürlich. Output Source 2,6 Ampere. So eine schöne Gebrauchsanweisung, wie schließe ich das an? Ja, danach müssen wir uns ja richten. Das werden wir auch heute tun. Ihr werdet sogar live dabei sein, wie wir das anschließen und verkabeln und so. Ja. Hast du noch so einen da drin? Oder wie ist nee, das? Ist nur einer. Nur einer? Nur einer. Aber immerhin, ne? Einer schaut keiner. Da ist was dran. Doch, da ist er. Das hätte mich jetzt aber gewundert. Man soll doch zu zweit spielen damit. Stimmt. Nintendo setzt ja dieser, mit der Konsole mal wieder viel auf Multiplayer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da liegt sie. Ich tue es jetzt nochmal. Also damit kann man schon gut zocken. SLSR, also tatsächlich mit Schulterbutton dann, oder? SLSR, genau, richtig. Ich meine, auf der einen Seite, es ist Kunststoff, aber auf der anderen Seite, es hat was Wertiges, finde ich. Es hat richtig was Wertiges. Mhm. Also, Wertigkeit heißt für mich immer, es hat durchaus Gewicht und die Dinger haben ein bisschen Gewicht. Mhm. Ja, stimmt. Ich lasse mich echt überraschen. Sepp, haben die auch einen Druck? Haben auch einen Druck, siehst du? Mhm. Ja, wie gesagt, ihr seht gleich die Verkabelung, die Verkabelung. Ja, wir bauen gleich eben kurz um. Ich spiele deinen Kameramann, Tobias ist ja eh. Also nicht wundern, wenn gleich eine Überblende ist. Das ist nicht die erste. Ja, ich bin vorhin an alles gekommen hier mit Karton und so. Das ist alles gut, das wissen Sie gerade. Ja, gut, dann switchen wir. Aha. Genau. Alles klar, dann bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing. Der Thorsten führt gerade die Kamera, also nicht zu sehen. Ich verstecke mich hinter den Kulissen. Ja, genau. Wie ihr seht, habe ich schon einige Konsolen hier. Ne? Also ein bisschen die, was. Ein bisschen. Und ganz viele Bänder von besuchten Konzerten und Events. Ja, jetzt seht man mein Heim sozusagen. Etwas nicht Technisches. Ja, genau. So, das ist die schöne Switch-Halterung sozusagen. Kann man hier schön aufklappen. Mal gucken, wie schnell das Verkabeln geht. Cool finde ich das, dann hast du so einen Kabelkanal. Ja, da hat Nintendo sich was bei gedacht, das stimmt. Interessant ist aber auch, dass in der Box, die du gerade in die Hand hältst, gar nicht so viel Technik drin zu stecken scheint. Ist kaum Technik drin. So eine kleine Box, wo alles zusammenläuft und dann. Das ist ein Stein, habe ich mir so gedacht. Denken Sie sich so? Ja. So, jetzt wird mal verkabelt. Das. Wird Zeit für WLAN-Strom. Ja, echt. Immer noch Fan von. Schön in mein HDMI ausgang. Zack. Strom. Strom. Überbewertet. Ja, bei meinen ganzen Kabel gewusst her. Muss ich mal gucken. Bei Videospielfreunden wirst du nicht der Einzige sein, der so einen Wust hat an Kabeln. Wahrscheinlich nicht, ne? Für die Ladies einmal Tobias von hinten. Ja. Ja, entschuldigt bitte. Gehört zu jedem guten Konzert so ein Bild. Strom. So, und dann kommen die schön hier so rein. So. Man, zeig das mal in die Kamera bitte. Wo bist du? Ja, so, genau. Ah, ja. Dann schön hier in dieser. Wobei wir schon gelesen haben, man sollte rechts und links nicht verwechseln. Ja. Ich dachte, das kann man so aufklappen, aber ist so fest. Ja, ist nicht so klappen, ne? Das andere kannst du klappen. Und die wird einfach hier nur
Oh mein Gott. Eingestellt. Jetzt. Ich bin ja jetzt auf HDMI gegangen. Das Bild sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt sagt er. Ach, du sollst das rausnehmen. Ach, du sollst die Joy-Cons. Die Joy-Cons da rein tun, okay. Ah. Die Switch verlangt direkt Action. Ist die Frage, wie man die rausmacht? Ich glaube, du musst auf Plus und Minus drücken. Hey, hier sind so Knöpfe. Ah ja, okay. Muss man ja auch noch wissen, ne? Aber ich wundere mich, dass man die. Sogar mit Signal, hört ihr das? Klack. Klack macht es schon mal. Oh. Dann komm mal ein bisschen näher. Zumindest nicht ins Gegenlicht. Ja, erstmal die Sprache einstellen, das ist ja klar. Tü-tü. Europa. Wie ist das, ey? Dokument. Lizenz natürlich, wow. 5 Millionen Seiten, stimmen Sie zu? Nö. Dann fährt es wieder runter, okay. Netzwerksuche. Achso, das Netzwerk zeigen wir natürlich nicht. Geschweige denn das Passwort. So ist es. Muss ich eben eingeben. Stattdessen seht ihr jetzt eine Uhr. Das geht aber schnell. Ach, kannst du mit Touchscreen sogar noch? Okay. Dass sowas heutzutage auch gleich vorausgesetzt werden, ne? Ihr müsst euch verbinden. Das machen die Leute, die kein Internet haben, können die nicht spielen? Ja, das ist eine gute Frage. So, dann kommen wir wieder her. Verbindung wird hergestellt. Ich hab's so auf dem Kopf, aber zur Not dreh ich's rum. Ja. Ich bin halt mal faul, ich sitze nur rum. Das sieht schon mal gut aus. Wurde erfolgreich hergestellt. Update erforderlich. Noch nicht, Zeit zum Einstellen. Der Sound ist sehr. Dün dün. Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Möchtest du die an ein Fernsehgerät anschließen? Tja, möchtest du das? Möchte, ja. Dann darfst du jetzt reintun, glaube ich. Jetzt muss ich erstmal wieder die raustun. Mach es mal so, wie es vorgesehen ist. Wenn man. Eigentlich sollst du ja das Tablet reinstecken und dann die Joy-Cons rausziehen, nicht? Verstehst du, was ich meine? Ach so, meinst du das? Ja. So ist es ja vorgesehen, normalerweise. Stimmt, ja. Da sehe ich nicht mehr, was auf dem Bildschirm ist. Das brauchst du ja auch nicht. Genau, und das switcht er dann rum. Ach nein, herrlich. Ja, wie drücke ich jetzt auch weiter? Ah, guck. Ja, du benötigst, habe ich. Das sagt er dir jetzt, wo es drin steckt. Du brauchst einen Kabel. Guck mal, und wie man es anschließt. Ja, cool. Das ist ein bisschen spät. Ja, ein bisschen, ja. Okay. Den Aufsteller, ja. Das haben wir gemacht. Ja, ist ja klar. Sonst hätte ich den. Sonst hättest du kein Bild. Aber schön, dass der Sound auch direkt. Lade deinen Wüten deinen Spitzer. Ah ja. Was nehmen wir denn? Du kannst deine eigene Mii basteln. Ja, auch nehme ich Luigi. Luigi ist cool. Luigi! Das ist so. Das war cool, ja, kann man hier. Oh. Tantan. X gedrückt. Entschuldigung. Da kann man mal üben mit 1 steuern. Ja, du hast noch nicht viel Wii gespielt, ne? Doch, doch, Wii, ja. Ja, Wii U meinst du? Ja, Wii meine ich ja. Da hast du ja nur eine so eine Fernbedienung. Stimmt. Da ist das gang und gäbe. So, neuer Nutzer. Tuligi. Das kann ja hier hinzugefügt werden. Ne, das brauche ich nicht. Altersbeschränkung brauche ich nicht. Die Konsole ist bereit. Na? Drücke nur den Home-Button. Dann homen Sie mal. Tja, zum Einstecken. Zur Fake-Karte einstecken. Was heißt, was Neuigkeiten, E-Shop? Er will kein Update machen? Ich bin verwundert. Ich auch. Wir haben eigentlich erwartet, dass jetzt ein Update kommt, weil
Es gab schon eins. Also. Oh, es ist eine neue Schale. Hier, da steht es ja auch. Neues System-Update ist verfügbar. Dam, dam, dam. Ja, dann versuch mal, ob du... Irgendwann musst du es ja eh machen, von daher bleibst du ja gezwungen. Hm. Steht aber nicht, wie man es macht. Wenn du auf OK gehst, auf A? Habe ich gemacht. Achso. Nee. Nur wenn du nicht willst, Systemeinstellung, könnte sein, dass da irgendwo drin ist. Flugmodus, Bildschirm nicht geil. Datenverwaltung. 25,9 GB haben wir frei, hey! Das heißt, das System braucht allein schon... 32 sind ja drauf. Ja. Also schon 6, 7. Das finde ich immer, das ist aber nicht nur bei Nintendo, das ist bei allen so ziemlich beschissen. Die sollten eigentlich angeben, wie viel freier Speicher zur Verfügung steht und nicht wie viel drin ist. Hm. Ich kann auch einen Windows-PC kaufen mit 20 Megabyte Festplatte, freue mich, aber wenn ich Windows 95 drauf schmeiße, ist nicht mehr viel davon da. Ich hab's gefunden. Ah, aktualisieren. Wir haben neu gestartet. Ja. Wundert euch nicht, wenn wir das überspringen, wahrscheinlich wird das ein bisschen dauern. Wahrscheinlich 2 Stunden. Ihr seht mich gerade überwältigt, wenn ihr mich sehen würdet. Hast du das mal hochgerechnet, oder? Nein, ich denke mal. Weil das erste... Haha. Ha. Oh. Oh, das waren aber schnelle 2 Stunden. Ich bin überrascht. Ich auch. Gucken wir dann so einen Neustart dauert und was passiert? Gibt es da so ein Logo-Plop ab oder so? Ich bin auch geschwollen. Okay, HDMI. Er sagt gar nichts. Das war's schon. Kratzi Fatzi. Ja, jetzt, wie ihr seht, fehlt noch eine Software. Hm. Ja, haben wir nicht. Haben wir nicht. Kommt noch. In Zeiten von Mario Kart 8 Deluxe haben wir nicht mal was. Aber ich muss sagen, das Anschließen ging überraschend schnell. Ne? Also vom Handling auch sehr schön. Schick sieht's auch aus. Ja, ich würde sagen, dann zum nächsten Paket. Und ja, ihr werdet überrascht sein. Ich baue aber nicht nochmal um. Das machen wir hier. Richtig. In diesem Sinne. Bis gleich.